Apfel kann auch weg. Setzlinge braucht auch niemand. Eisenerz. Ne? Kartoffeln. Gut, dann würde ich sagen. Diesmal sind wir, waren wir da hinten. Jetzt gehen wir einfach mal nach hier vorne. Vielleicht finden wir ja zufällig hier so ein Schneebiom. Das wäre ja so fast schon zu schön, um wahr zu sein. Oh, sind auf jeden Fall noch Zombies. Das Rubinschwert sieht aber auch ziemlich geil aus, muss man sagen. Was? Das geizige Teil hat nicht mal ein verrottetes Stück Fleisch gedroppt. Kürbisse findet man hier aber eigentlich auch genug. Ich weiß gar nicht, braucht man Kürbisse für irgendwas? Außer halt Kürbissamen. Kann sein, dass hier eigentlich überall ein bisschen so ein Meer ist. Naja, doch, hier geht's irgendwo weiter. Da hinten. Ach, wieder so professionell hier an der Seite vorbeigelaufen. Aber es freut mich wirklich, dass ihr euch auch so, genauso wie ich, freut, wieder von mir was Minecraft-Mod-mäßiges zu sehen. Erstes Video hat schon eigentlich im Durchschnitt viel mehr Aufrufe bekommen als die ganzen anderen alten. Viele Leute haben geschrieben, ja, endlich wieder Minecraft-Zeugs von dir und so, finde ich voll cool. Und so hat mir wieder, ja, hat mich hier gute Laune gemacht, sagen wir es mal so. Ich war eigentlich schon so gut gelaunt, aber es war wieder cool. Das ist, wenn die Zuschauer Spaß an dem Projekt haben, hat man selber auch meistens noch Spaß. Was noch spaßiger wäre, wenn ich jetzt mal irgendwas finden würde. Und es nicht dauernd so regnet. Es trübt nämlich meine Stimmung. Boah, hier sind wieder die riesigen Bäume. Sind jetzt einfach mal so und bauen uns ein Boot. Wenn es nicht aufhören würde zu regnen. So. Wir wollen nach da hinten in die unendliche Schwärze. Während mein Stuhl wieder fröhlich knackt und knirscht. Bis jetzt habe ich aber meistens immer die schlechte Erfahrung gemacht, dass wenn ich einmal irgendwo durchs Meer gefahren bin, dass ich da nie angekommen bin. Ich glaube, so ist es auch. Deswegen halte ich mich mal ein bisschen hier so. Vielleicht kann ich mich dann nämlich so irgendwie ein bisschen um die Kontinente rumschippern. Von hinten. Bienenstöcke in den Bäumen. So, da kommt nämlich schon wieder Urwald. Ich lasse mal die Karte offen. Also, ich glaube, die Rays Minimap ist eine von den Mods, also die Karte, ist eine von den Dingen, die ich hier eigentlich am meisten benutze. Naja, ich lasse es jetzt mal. Das stört mich irgendwie selber, aber dann muss ich immer wieder X drücken und die blöde Karte aufrufen, wie so eine Krankheit. Ah, genau, und kaum habe ich hier angefangen mit Minecraft, kamen wieder Anfragen von, hey, willst du nicht ein Let's Play Together, Minecraft Check It mit mir machen. Ich sag immer Tech It. Seit ich mit Pure Tech angefangen habe, haben die Leute mich gefragt, ob ich mit ihnen ein Let's Play Together machen würde oder so. Dagegen wäre eigentlich nichts einzuwenden, aber ich habe ja schon extra. Ah, hier übrigens wieder. Öl. Ich habe ja extra schon Terraria vorerst pausiert. Eben weil ich nicht genug Zeit habe für ein Together, weil es einfach wegen der Auf... Achso, stimmt. Ich wollte da die ganze Zeit ein Infovideo hochladen, wo ich euch das bisschen erkläre, was so zurzeit abgeht bei mir. Da kann ich einfach hier ein bisschen erzählen. Ja! Zuerst nochmal. Ja! Jubel! Ja! Okay. Ich habe zurzeit ziemlich viel Stress mit Schule und sowas. Deswegen ist schon schwierig, Zeit zu finden, mit dem ich mit Julian und Niklas Terraria aufnehmen kann. Deswegen habe ich gedacht, okay, pausiert es erstmal und mache ein Singleplayer-Projekt weiter.
eben hier Tagget. Und ja, jetzt fragen halt lauter Leute, ob ich mit denen ein Together machen würde. Aber wenn ihr das hört, dann braucht ihr eigentlich gar nicht fragen, weil ich habe zur Zeit nicht genug Zeit. Ganz einfach. Boah, wunderschön. Und wisst ihr, was ich mache? Ich sammle jetzt auch gleich die komischen Teile ein, da ich mir dann so ein Rentier bauen kann. Ich finde das Rentier einfach nur hammergeil. Wenn ihr das dann seht, dann werdet ihr sagen, du hattest recht, das ist wirklich hammergeil. Aber zuerst wird man hier die Holzaxt benutzt. Wieso habe ich eigentlich nur rohes Schweinefleisch dabei? Und kein gebratenes? Naja, ich habe ja Öfen und Kohle und allen möglichen Kram. Solange ich dann hier ein bisschen was fälle an Holz, kann ich ja hier... Ich korrigiere mich, ich habe keine Kohle dabei. So. Na, da ich ja jetzt mit meiner neuen Render-Methode render, ist es auch alles kein Problem mehr von der Helligkeit und so. Davor habe ich ja immer mit Sony Movie Studio gerendert. Und ja, das Programm habe ich mir gekauft mit Geld. Jetzt rendere ich mit MiGai. Und da ist die Qualität wirklich 1A. Und ich glaube, ihr seht, wenn ihr das Video anguckt, da kann man wirklich nicht meckern. Vor allem nicht bei Minecraft. Ja, deswegen sieht man auch im Dunkeln was. Weil bei allgemein bei Sony Vegas und bei Movie Studio ist es irgendwie so, dass man das ganze Video irgendwie ein bisschen dunkler macht. Ja. Das gefällt mir natürlich nicht. Der Zombie gefällt mir schon. Deswegen rendere ich das jetzt ja auch ganz anders und so. Und deswegen erkennt ihr selbst bei dunkelster Dunkelheit noch irgendwas. Ja, ja, so sieht es nämlich aus. Wie viele Saplings habe ich denn? 5. Wir brauchen 8 für das Rentier. Brauchen wir sonst noch irgendwelche? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, das Fleisch ist schon fertig. Jetzt ging es aber schnell. Ah, erstmal was essen, so. Boah, und dann mal schauen. Weiter Holz fällen, würde ich sagen. Wir brauchen ja nicht nur 8 Saplings, wir sollten ja auch, wenn möglich, erstmal hier einen Wegpunkt machen. Hahaha. Dunkelholz. So. Lass mir komisch kackgelb. Boah. Ja, natürlich. Was geht hier denn ab? Kommen die alle her? Ich sehe vielleicht einen Spawner. Ne, hier ist nur eine ganz tiefe Höhle. Wo ich eigentlich nachher sogar mal rein könnte, aber ich habe nur die eine Spitzhacke hier. Nur die eine Spitzhacke, ich bin so arm. So, hier gib mir jetzt mal die Saplings. Es dauert ja eine Stunde, bis hier mal irgendwas gedroppt hat. Oh Mann, ey, wie ich wieder aussehe. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal aufs Klo gehen. Bis gleich. So, und zurück. Das ist immer so. Jedes Mal tut man irgendwas, sich vorbereiten auf die Aufnahme und dann überfällt es einen doch. Naja. Ist ja nicht so professionell. Wobei ich mich manchmal auch schon frage, als was ist man eigentlich ein professioneller Let's Player? Was gibt's eine Definition für professioneller Let's Player? Ich meine, Gronkh ist zum Beispiel in meiner Ansicht nach ein professioneller Let's Player. Ich weiß nicht, ob das daran hängt, dass ich hier Spinnen höre oder dass er ziemlich gut kommentieren kann, also reden halt, oder ob seine Videoqualität einfach gut ist und sowas, oder ob er einfach das schon halb als Beruf macht. Also von der Videoqualität her, glaube ich, kann ich locker an, okay, nicht an Gronkh vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber an andere, selbst große Let's Player auch rankommen, von Videoqualität her. Audioqualität denke ich auch, aber was hier mit Sachen, meine Kommentare zu den ganzen Sachen, das weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich auch noch nicht so gut, weil sich spontan irgendwelche Themen einfallen zu lassen und so, da bin ich eigentlich nicht so der Profi für. Aber naja. Du wirst mich wohl verarschen. Wir sind jetzt 600 Meter von unserem Zuhause entfernt und das letzte Mal sind wir die halbe Folge lang 1000 Meter in irgendeine Richtung gerannt.
in irgendeine und haben nichts gefunden. Oh, ein Zombie. Wichtig. Zombies brauchen wir. Vor allem für unser Fleisch. Und Schweinchen auch. Los, her damit. Da hinten habe ich noch irgendwas brennen gesehen. War das vielleicht ein Zombie? Nein, natürlich nicht. Gut. Da musste ich mein Schwert nicht mal für abnutzen. Gut zu wissen ist auch, dass hier in dem Schneegebiet eine wunderschöne Ölquelle ist. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so ein sprudelndes Teil ist oder nicht. Weiß aber, dass ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Holz fällen sollte. So hier gerade am Rand. Zack. So. Soll ich jetzt weitergehen oder soll ich warten, bis die komischen Saplings hier runterfliegen? Ich tue einfach mal noch ein bisschen nachhelfen mit meinem Schwertchen. Oder nein, doch nicht. Einfach mal ein paar wegschlagen, weil ich glaube, ich bin selbst so gespannt auf das, was ich mir jetzt gleich bauen werde, wie ihr. Wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, natürlich nur. So, schon wieder zwei Saplings. Drei Saplings. Noch einen vierten und dann gehe ich. Also, wie viele Bäume haben wir abgebaut? Drei oder vier? Ich weiß es nicht. Komm schon. Geiz jetzt nicht so rum damit. Oh, Minecraft-Musik. Ist aber, glaube ich, zu leise. Manche Sounds sind hier einfach super laut. Vor allem, wenn ich zum Beispiel sowas wie Blätter abbaue. Oder so. Das ist ja immer richtig laut. Aber sowas wie Stein abbauen ist nicht laut. Oder die Minecraft. Okay, die Minecraft-Musik kann ich auch extra laut machen. Da gibt es ja zwei Regler. Aber es ist ja immer schwer, ein bisschen einzustellen. Vor allem einzuschätzen. So. Oh, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das hier ist Eis. Das ist mir klar, aber was bist du denn? Sieht irgendwie aus wie so was ganz Tolles. Apatit. Das ist die Frage, aus welchem Mod kommt Apatit? Und wenn es aus Buildcraft oder so kommt, dann ist es wahrscheinlich erst seit kurzem integriert. Da ist noch ein bisschen Marmor. Ah, können wir noch ein bisschen was abbauen. Kohle. Kann alles nicht schaden. Ja, damit. Marmor brauchen wir sowieso noch wenigstens ein bisschen für unser, dass wir noch irgendwie mehr Wände dazu bauen können oder sowas. Das weiß ich ja noch nicht, was ich da selber vorhab, weil ich ja immer so gut geplant habe. Aber ich habe eigentlich in Minecraft ein Haus noch nie geplant. Ich habe noch nie. Das Einzige, was ich immer mache, ich tue mir irgendeine Fläche frei buddeln. Manchmal ist es aber auch so, dass ich einfach in die Landschaft reinbaue selbst. Auf so Erhöhungen wird dann einfach der Boden vom Haus auch mit bisschen höher. Aber meistens buddel ich mir einfach eine Fläche oder schütt mir eine Fläche auf und das ist eben meine Ausgangsposition dann und dann baue ich da so wie es kommt einfach setze ich die Blöcke hin so pam pam pam, dann sieht es wieder aus wie Scheiße, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die können besser Minecraft bauen als ich, aber trotzdem macht das Spiel Spaß. So, die Betonung lag hier auf bisschen Zeug. Oh, das ist noch Appetit. Jetzt geh endlich nach Hause und mach dir dieses beschissene Rentier, Jona. Ja, vielleicht tue ich das noch. Also, was macht denn dieses Appetit überhaupt? Das kann ich zu Dünger machen. Und zu irgendwelchen Tubes. Achso, dann ist das ist aus dem Forestry Mod. Also, wer es nicht weiß, Forestry ist der Mod, der ich so Baum
Baumplantagen anbauen kann. Also da kann ich dann Saplings reinmachen und dann baut die Forestry Block die Bäume automatisch ab und baut sie auch automatisch hin. Das kann man dann natürlich auch noch alles weiterführen, indem man einfach irgendwelche Rohre legt, wo die Items dann durchkommen, und dann kann man die zu sich selber auch in die Kisten machen. So, noch kurz hier. Soll nicht aussehen wie hingerotzt. So, wo ging's denn hin? Da oben. Los, lauf! Wir haben jetzt eine gefühlte Ewigkeit gebraucht für 300 Meter. Naja. Aber wir haben unser rotes Schwert und Saplings und können uns dann gleich ein tolles Reittier machen. Das übrigens dann aus dem Animal Bikes Mod ist. Das war der Mod, den mir ein Kumpel empfohlen hat. Kann ich aber gleich noch in der nächsten Folge weiter davon erzählen. Freut euch auf das, was eventuell noch kommt.